Also Tivoli in drei Worten: Hexenkessel, Erfolg und Kult. Geil, genial und übertroffen. Steil, nah, geil. Klein, dreckig und laut. Lauert Atmosphäre, geil, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt einfach so, das war schön. Drei Worte, viel zu wenig für ein Kultstadion, mit dem jeder seine eigene Geschichte verbindet. Kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, Dezember 2006, war ich das erste Mal hier in Aachen am Tivoli. Das ist ein Stück Heimat, das sind Kindheitserinnerungen, wo man schon als Junge gestanden hat, wenn man den Würselner Wall hochging. Oben der Windstoß, wenn man ankam, der Geruch von Bratwurst. Eine besondere Geschichte, wenn ich so dran denke, wie ich das erste Mal mit meinem Sohn hier war. Und ich wollte unbedingt, dass er dieses alte Stadion auch mal mitbekommt. Und er war 4 Jahre und ich habe echt hin und her überlegt, kann ich ihn da wirklich mitnehmen oder ist er eigentlich noch zu klein für 90 Minuten Fußball und so. Und dann habe ich es aber gemacht, weil es mir halt so wichtig war, dass man einmal in diesem Stadion ist. Und dann sind wir nach Hause gefahren und im Auto saß er hinten in seinem Kindersitz und sagte dann zu mir von hinten so, ah, Papa, das war heute ein super Nachmittag, da fahren wir doch mal wieder hin. Mehr Geschichten, mehr Bilder, mehr Erinnerungen. Im Juni, hier auf YouTube. Weil man einfach sich gerne an die erfolgreichen alten Zeiten erinnert, aber weil es so ein Stadion jetzt mittlerweile in Deutschland auch gar nicht mehr gibt.